Jo, ihr Lieben, heute mal ein ganz anderes Video. Ja, ich habe keine Mütze auf. Und warum habe ich keine Mütze auf oder Kappen auf? Und wie man schon unschwer erkennen kann, liegt da Bettwäsche. Sitzt aber auf der Couch. Im Hintergrund hört man schon was. Und zwar. Sammy, 24-Stunden-Stream, sack de Mulloy, chatte. John und Sammy, wir haben uns da Jausen hergerichtet, haben schon was gegessen und so und Bibabo und Blub. Und da läuft John und Sammy 24-Stunden-Stream. Und der Simon liegt auch da mit seiner Bettwäsche beim Brawl Stars Zock, Leute. Ich hab jetzt gerade an Mortis auf Rang 20 geschafft, Leute. Jetzt gerade. Ja, bravo. Mutti, schau da. Und das Allerwichtigste, was wir natürlich auch noch brauchen. Und was wir heute testen werden, Simon, tu es einmal um. Tu es einmal um. Boah, ist das schwer, sagt der Mund. So, und zwar, wie wir schon versprochen haben, Snack Brains. Wir testen noch ein paar Sachen, beziehungsweise eins haben wir schon getestet. Schau's, sicher jetzt gerade, Moment. Die haben wir getestet. Mir kommen die extrem chemisch vor. Die schmecken so nach Plastik-Dingsbums. Also ich gebe denen 5 von 10. Mir schmecken sie nicht. Ich gebe denen 7 von 10, nein, 6 von 10, Leute. Weil sie schmecken chemisch, aber sie schmecken gut. Deswegen 6 von 10. Okay. Und ja, wir schalten immer wieder die Kamera ein, wenn wir was testen. Und lassen euch dran teilhaben. So würde ich das behaupten. Ich hoffe, das Licht ist nicht allzu schlecht. Und wie gesagt, mal ganz was anderes. Wir werden am Laufe des Abends immer wieder so Kleinigkeiten snacken dazu. Und werden, ja, solange es geht, bei dem 24-Stunden-Stream dabei sein. Und Leute, wir probieren die ganze Nacht durchschauen, weil wir haben John und Sammy treu und begleiten einen bei dem 24-Stunden-Stream, Leute. Genau, so ist es. Wenn es John und Sammy noch nicht kennt, gibt es bei YouTube ein und schaut jedes Video. Die haben so lustig. Es richtig. Ihr könnt es ja unten markieren, vielleicht sehen Sie es. Und ja, also, bis zum nächsten Teil, wenn wir da was testen. See you. Let's go. So Leute, einige Stunden später haben wir uns entschieden, da es jetzt schon kurz nach Mitternacht ist, wir testen von Snack Brands, was wir bestellt haben. Red Bull Beach. Red Bull Beach. Okay, ich teste es. Simon, hebt jetzt die Kamera. Leute, wir müssen das jetzt testen, weil wir müssen ja munter bleiben. Mhm. Geruch. Okay, gut. Ist gut. Es ist gut. Ja. The Beach Edition Seftelle Lezette. Keine Ahnung, was das heißt. Ich würde auf jeden Fall eine 8. Ich gebe ihm eine 8. Leute, Entschuldigung, dass ich gerade gelacht habe, aber schau, jetzt hat er gerade Kuss gemacht quasi. Weil Leute, es kennt ja die Becher da, die Gummi, wo man die Lippen dicker macht und ja, das hat der John gemacht. Ja, vielleicht haben wir auch schon viele geschaut. Das ist richtig geil. Oh mein Gott, ich glaube, das ist sogar, Leute, es gibt ja 8 von 10. Und ich glaube, das ist von den ganzen Red Bulls, glaube ich, ist das mein Lieblings-Edition. Also das ist schon geil. Was ich kostet habe. Mhm. Ist gut, gell? Ja, geil. Okay, und ja, und sobald wir uns was Süßes reinhauen, melden wir uns wieder
Und da seid ihr natürlich mit dabei, wenn wir was testen von Snack Prints und John und Sammy. John und Sammy schauen. So. Ich habe mir jetzt was ausgesucht und zwar Twinkies. Okay, da bin ich gespannt. Hinten steht Hostess Raspberry Zingers. Aber also ich bin geschaut, also so Kokosnuss drauf ist, also. Digga, die sehen das ja, das Pink ist. Ja, und das Kokosnuss drauf ja, ist, glaube ich. Ja, das sieht man ja. Aber Leute, ich hoffe, ich glaube auch, dass es gut ist. Oder? Oder? Und keine Angst, Leute, dass jemand trinkt nicht das Ganze alleine, dass jemand isst das nicht alleine auf, sondern er kostet überall noch. Wir schauen schon drauf, gell? Macht euch keine Sorgen. Außerdem ist die Mutti mit dabei, die ist auch so eine Naschkatze und ich sage auch gern was. Können wir das gleich aufnehmen? Und Bon Appetito! Alter! Soft! Sag ich nicht. Schmeckt nach Kokosnuss und ist mega geil. Okay. 9 von 10 Leute. Echt? 9! Wenn ihr euch Twinkies kauft, senkt ihr. So. Boah, das riecht geil. Oh, das riecht wie nach Weihnachten so. Echt? Oh, irgendwie schon, ja. Da ist irgendetwas dabei. Da passt man nicht. 3, 2, 1. Es ist total fluffig. Man schmeckt den Kokos, man schmeckt. Weiß ich nicht. Wie ein Kuchen halt einfach. Aber irgendwas ist da drin, das stört mich. Ich kann es nicht beschreiben. Da ist irgendein Geschmack drin, der stört mich. Das schmeckt so künstlich dann. Zitrone. Die Füllung, ich weiß es glaube nicht. Ich, die Füllung. 7 von 10. Ich gebe 7 von 10. Bis zum nächsten Teil. So, wir schauen immer noch John und Sammy. Und Leute, gerade so Zwischenstand. Jetzt ist gerade Hamed Loco als Gast eingekommen. Genau, und Hamed Loco. Sieht man das? Nein, sieht man es nicht. Doch, doch. Aber da. Vielleicht sieht man es. Ich probiere es nicht zu zoomen. Ich spielen Hamed Loco. Spielen Sie Minigolf. Und es ist gerade 1.13 Uhr. Genau. So, und jetzt haben wir uns entschlossen. Das letzte für heute. Nein, für die Nacht. Für die Achso, für die Nacht. Ja, weil es ist ja schon heute. Und zwar. Jeder noch ein kleines Stück, weil sonst ist das morgen oder in der Früh zu viel. Ja, wir haben ja noch den ganzen Sonntag zum Testen dann. Und zwar? Hershey's, Cookie, so Cookies. Das probieren wir. Cookies, Cookies and Cream. Cookies and Cream. No, no more. Now more cookies. So. Sieht man? Yes. Simon? Mach auf. Boah, Leute, aber ich bin schon müde jetzt, okay? Jetzt merke ich es. Papa. Und da die Hinterseite mit ganz vielen Cookies. Und auf Brieche. Ich weiß nicht, ein Stück Klauchen. Und ich. Mehr gibt's jetzt nicht. Ich halt, muss noch auf. Was sagt er? Es schmeckt echt gut. Es schmeckt irgendwie so fast so gar nicht wie Milka.
So ein eigener Geschmack, aber ja. 8 von 10. Okay, jetzt bin ich gespannt. Weil ich liebe weiße Schokolade. Und dann noch mit Cookies. Weiße Schokolade, geil. Aber die Cookies. Was denn? Am Anfang ein bisschen komisch zum Essen. Bin ich jetzt so nicht gewohnt. Aber schon gut. Also Nachgeschmack sehr gut. Ja, ich würde auch 8 geben. Doch. Schon geil. Ich nehme nur 2 Saft. Also. Wir werden in ein paar Stunden wieder weiter tun. Wir werden jetzt sicher ein paar Stunden schlafen. Und dann tun wir wieder weiter. Ne? Also, bis nachher, oder? Mhm. So, Leute, jetzt haben wir uns länger nicht gemeldet. Es ist 10.29 Uhr. Wir sind seit ungefähr 5:30 schon munter. Aber der Simon ist sehr, sehr spät eingeschlafen. Und er schläft. Deswegen wollte ich nur kurz Hallo sagen, die Uhrzeit sagen und ja, es läuft immer noch. Sammy und John seit gestern 20 Uhr. Und dann, sobald er munter wird, geht es wieder weiter. Auf das mal wieder was für euch. Bis gleich. So Leute, Simon ist munter. Simon ist schon länger munter, seit 11 ist jetzt munter. Und jetzt, weil er munter ist, hat er sich 2 Sachen ausgesucht, was wir jetzt gleich testen. Sag einmal guten Morgen oder Mahlzeit. Morgen, Mahlzeit. Also, ich habe mir 2 Sachen. Sammy läuft immer noch. Ich habe mir 2 Sachen ausgesucht. Und so einmal das harte Getränk, Blueberry. Ich glaube, ich kenne das schon, aber das ist mir trotzdem. Nicht. Und dann noch einmal die. Warheads Galactic Mix Cubes. Okay, bin ich gespannt. Da gibt's ganz kurz, da gibt's 3 Geschmäcker. Einmal Rocket Raspberry, Cosmic Punch und Black Hole Cherry. Das sind die 3 Geschmäcker. Ja, aber wir testen das chinesische Getränk. Also zuerst nimmt man den Deckel, druckt das da an der Mitte außer. So, guckt man es außer. Dass man leider noch das da hat. Und wenn man das da hat, ich weiß jetzt nicht, nein, egal, auf die halt die Bettwäsche voll. Hinterher, aber ich glaube nicht. Tut man so und drückt es einfach hoch. Nicht einfach aus. So. Und jetzt ist von da oben war eine Kugel innen, eine Glaskugel. Und jetzt ist die da unten, weil wir sie mit dem Plastikteil hochgedruckt haben. So. Und jetzt testen wir. Prost. Ja, das kann ich auch. Ist klassisch, Blaubeere und 8 von 10. Ganz gut. Okay, warte mal. Ich würde sagen, während ich teste, packst du schon die. Wie heißen sie da aus? Galactic Mix Cube. Genau. Ja, bin ich gespannt. Ich bin nicht so der Fan von denen. Ich habe schon 2-3 gekostet. Mir haben sie bis jetzt nicht geschmeckt. Boah, das ist recht intensiv. Das ist aber bis dato das Beste. Ich finde Zitrone am besten, Leute. Weil das ist gut. Das wird auf jeden Fall eine 7 von 10 geben. Das ist okay. 7 von 10. So, Simon, jetzt bin ich gespannt. Was haben wir da? Hey Leute, also wir haben eine Macht auf.
natürlich da Sackerl nennen. Aber wie soll man jetzt die drei Geschmäcker verschieden schmecken? Also da steht Alo Fokus. Okay. Vielleicht wenn man eine beißt, oder? Ja. Weiß ich nicht, probieren wir einfach einmal. Und Leute, die sollten, glaube ich, sauer sein, weil sie vorher. Schau mal, ob die wirklich alle gleich ausschauen. Schau mal, hey, haben die das Muster? Nein, ich glaube, innen drin siehst du, wenn eine bei. Sprich einmal von an. So, und jetzt beiß einmal an. Blaubeere. Blaubeere. Okay, aber wird das wahrscheinlich auch Blaubeere sein. Weil sie zusammenpickt sind. Schmeckt gut. Ah, ich glaube, das ist sogar keine Blaubeere, glaube ich. Bei so die Hälfte? Hä? Es ist Black, oder? Ja. Cherry. Ist Cherry. Probier ich mal. Sag Cherry, oder? Ja, ich glaube blau. Ja, schmeckt gleich wie vorher. Ah, super! Ja, wieder das Gleiche. Das ist aber geil. Ich will das Gleiche. Was? Cherry? Blau. Ja, ein Blau gehabt jetzt. Oder Honig. Hä? Ich habe Cherry und Blau. Aber Bunch habe ich noch keinen. Ja, richtig geil. Leute, müsst ihr auch bestellen. Hammer. Wieder blau. Hammer. Unten ist der Link von Snackprints mit dem Rabattcode R-2-10. Kriegst 10% Rabatt. Könnt ihr. Die haben richtig geil. Die würde ich sogar 9 von 10 geben. Ja. 9 von 10. Also, bis zum nächsten Test. Übrigens, es ist 12.52 Uhr. So, Leute, es ist 16.55 Uhr. Jetzt kommt das nächste zum Testen. Und zwar haben wir den Energy Drink aus Österreich. Und zwar Dix heißt der. Und der ist zuckerfrei, aber mit Süßungsmitteln. So Leute, jetzt war der Akku aus. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was da drauf war. Aber Simon hat nichts aufgemacht. Ich wollte gerade beim Erklären, dass der Simon natürlich nicht das Dosenweiß trinkt, sondern immer noch ein, zwei Schluck zum Kosten und dann trinke ich das. Also keine Angst, gell? Ich fuhr dann nicht mit Energies oder so. Also nicht, dass ich es meint. Er trinkt so viel. Mhm. Also. Testen wir mal. Schmeckt gut. Aber schmeckt eher so wie ein klassisches Red Bull Ort oder so. Echt? Ja. Okay. Man schmeckt auf jeden Fall, dass es zuckerfrei ist. Boah, schwer zum Einsetzen. Also ist das Minze? Ist das Minze da drauf? Ist das Minze, Schatz? Lass mal die Mama kosten. Ich
Was die Mama kochen. Also mein Geschmack ist es jetzt nicht so. Es geht. Es geht. Stimmt. Minze, oder? Wie ist clever. Wie ist clever? Wie ist clever von Biller, ja. Ohne Zucker. Halt, okay, ja. Harte Aussage. Wie clever, ja, schmeckt. So, kann sein. Ich hab's jetzt nicht getrunken, aber. War fast wie ist clever. Stimmt. Oder wie Essbudget zuckerfrei. Mein Geschmack ist nicht, sorry, echt nicht. Ja, schmeckt aber eher wie Essbudget zuckerfrei. Also wer es noch nicht gehabt hat, der schmeckt so wie Essbudget zuckerfrei, sagen sie. Ich kenne es jetzt nicht, weil ich trinke meistens noch Gönnergy oder Austria Devil oder Monster oder so Zeug. Ja, wie klingt das jetzt auch nicht? Ich trinke jetzt aus, aber ja, sorry, mein Geschmack ist es leider nicht. Ist aber geile Dosen, gefällt mir gut. Zuckerfrei super, geht immer gut. Ich würde dem 6, maximal 7 geben. Also, sorry, nicht mein Ding. Und du, Simon? Ich gebe es 7 von 10. 7. Okay. Aber wenn es schmeckt, Leute, gönnt es euch. Österreichischer Hersteller. Cool. Ja, wir haben noch ein, zwei Sachen drinnen, gell? Und der Stream von John und Sammy ist auch noch nicht vorbei. Wie gesagt, es ist 17 Uhr. Der Stream geht jetzt noch genau 3 Stunden. Und in den 3 Stunden werden wir jetzt noch Abendessen, ganz normal. Und dann werden wir noch Nachspeise trinken. Essen. Leute, wir haben noch mehrere Sachen. So, Leute, wie ihr seht, ich bin jetzt umgezogen, weil ich Bohnen war. Und ich bin echt müde. Ich habe sehr, sehr wenig geschlafen. Ich weiß jetzt nicht, wie das Licht ist. Das werden wir ja sehen, sonst ist es halt ein bisschen belichtet. Keine Ahnung, ist ja nicht so tragisch. Man muss ja nicht immer einmal sehen. So, wir haben uns jetzt entschlossen, dass wir im Finale noch 3 Sachen aussuchen von der 4. Box. Plus ein Getränk. Also 3 Süßigkeiten plus ein Getränk. So, das 7-Up einmal. Ja. Dann. Du. Dann auf das, was ich mich richtig frei. Snickers. Snickers was? Snickers Käsar-Pista. Käsar-Pista. Okay. Und dann einmal die Mike & Ike Sauer. Mit 10 verschiedenen Flavors. Sie sind auch vorlesen, die Flavors. Nein, Leute. Wir haben das so, schau. Wir machen das jetzt ganz einfach. So, und jetzt macht's auf Pause. So. Und zu guter Letzt noch die Cookie Pop. Ich glaube, die werden auch ein bisschen cremig schmecken. Keine Ahnung. So. Starten wir mit dem, weil ich gerade Durst tue. Ja, oder? Passt. Ja. Leute, das ist 7 Up, Wort, Perfection Lemon Lime Taste. Lemon Lime Taste, okay. Dann. Wie-Bom. Und wer so schier redet, das ist oft immer noch der Sammy, die haben jetzt nur 10 Minuten beim Streamen. Wir haben 19.50 Uhr, Leute, 19.50 Uhr. Ja, und Leute, weil der Sammy muss schreien, weil der Sammy ist nicht so gut wie der John. Prost. Und? Ja. Schmeckt ein bisschen anders wie Sprite. Wahrscheinlich, weil nur Lime innen ist. Aber, ja, 7 von 10. Okay, ist jetzt nicht so viel. War riecht so fruchtig. Fruchtig. Schmeckt interessant. Schmeckt fast zuckerfrei. Ist das zuckerfrei? 4,6 Gramm, nein, ist nicht zuckerfrei. Lass mal die Mama kuscheln. Das ist nicht so mein. 7 von 10, Mutti. 7 von 10, ja. Was hast du gegeben? 7. Ah, 7. So. Riechen nach Oreo.
stopp, ein bisschen leiser, weil die anderen jetzt beim Aufhören. Jetzt wollen wir ein bisschen Gas geben, weil es ist da. Da ist schon weiße Schokolade noch drauf. Nein, das ist die Creme. Oh ja, Creme. Boah, die riechen voll nach Orion. Oreo. Oh, oh. Alter, die schmecken gar nicht. Die schmecken voll nach Oreo. Aber nicht cremig. Boah, die riechen voll nach Oreo und Popcorn. Schau, nehmt mir das bitte, weil ich keine Hand frei habe. Nach Karamellpopcorn irgendwie. Boah, Karamell. Die riechen richtig geil. 7 von 10, weil ich davon nicht so viel essen kann. Mhm. Oh ja. So als Snack geht's, aber jetzt so die ganze Packung schaffen die jetzt nicht. So die zwei haben schon keine. Mal, gefährlich. So 8 plus, eine gute 8. 8,5 manchmal. Mund über mir. 8 ist geil. 8,5 oder? Ja, schmecken sie sehr gut. Nein, man konnte nicht. Was, Maiken? Maiken hat Eier, habe ich gesagt. Was ist halt Maiken? Eierkopf. Maiken. Von was für Seiten magst du aufmachen? Einfach aufmachen, weil Sam und John jetzt dann. Leute, nur 6 Minuten und 30 Sekunden. Ja, wir sind seit 24 Stunden dabei. Aber. Ich Huren. Den nehme ich. Aber wisst ihr was? Ohne euch ist auch nicht. Okay, wir testen das jetzt noch. Dann machen wir eine kurze Pause. Dann schauen wir uns das Ende an. Weil es ist jetzt 6 Minuten vor 8. Und danach kommen wir wieder. Die schauen, die schauen aus wie die Ohren. Ich bin nicht einmal reingeschaut. Ich war gerade. Ah ja, die. Bleh. Prost. Sauer. Ja, geil. Doch. Mm. 7 von 10. Ja, nicht? Jetzt haben wir Sour Grape Soda. Was? Probier. Saure Weintrauben. So, ohne Limonade. Noch. Mmh, geil. Ich hab Orange. Ich komm wie die Jellybeans, Junge. Es ist sauer Bunker. Sour Bucker Punch. 8 von 10. Papa. Sour Bucker Punch. 8 von 10. Egal welcher Geschmack noch drin ist. So. Und Finale, Camp auf der, auf den freue ich mich. Also, wir schauen jetzt John und Sammy fertig und dann testen wir zum Abschluss noch das und dann ist Schluss. Bis gleich. Leute. 3, 2, 1, Freunde! Hey! Da machen wir die Scheiße aus, kannst du mal hören, ja? Oh mein Gott, Alter, ja. Ey, da, wie viel Mehl kommt da noch raus, ja? Freunde, wir sehen uns morgen 20 Uhr. Ey, warte mal, alle sind hier, einen Applaus nochmal, alle. Freunde, wir sehen uns morgen 20 Uhr. Ich liebe euch. Jetzt lasst mich einfach mal bitte in Ruhe, ja? Tschüss. So, Leute, Sam und John sind fertig. Wie ihr es gesehen habt, ist John und Sam mit einem 24-Stunden-Stream fertig. Nochmal Props an die zwei Jungs und an das ganze Team, die haben das wirklich super gemacht. Wir haben die 24 Stunden dabei gewesen, beziehungsweise haben halt zwischendurch natürlich geschlafen. Und ja, und haben für euch jetzt die Snackbox von Snackprints getestet. Und nicht vergessen, unten in der Bio ist der Link. Und mit dem Rabattcode Euro2-10 kriegst du 10% auf jede Bestellung. Richtig. Also gönnt euch was Schönes, was Gutes. Und vielleicht markiert es dann auch in der Story, wenn ihr was bestellt habt, wenn ihr was testet.
Daten interessieren, Daten und sagt natürlich darüber gefreut. Und Leute, ganz kurz, wenn ihr es nicht wisst, was bestellen, könnt ihr unsere vorherigen Dash-Videos anschauen und oft, weil wir bewerten, wir testen und bewerten es, also könnt ihr es da schauen, was ihr da bestellen könnt und so. Genau. Falls ihr es nicht wisst, was. So, und jetzt testen wir den Snickers. Wie heißt der nochmal? Snickers Cäsar Pista. Cäsar Pista. Cäsar Pista. Okay, bin gespannt. Da hast du schon mal ein anderes Muster. Kommen wir da und da. Ein Schwächer. Ich glaube, der ist mit Mandeln. Anstatt Nüsse. Er hat dann. Ja. Geil. Schon. Geiler als das normale. Da ist irgendein Geschmack in einem. Salzig. Keine Ahnung. Das sind die Pistazien. Na, ist mir das Original lieber. Sechs. Soll die Mutter auf noch kosten. Acht Leute. Die Mutti auf noch kosten. Für die ist jetzt mal wieder genug. Ab Montag wieder Low Carb. So, ihr Lieben. Wir sind jetzt raus, wir sind müde. Wir werden jetzt auf schon langsam zur Bettruhe gehen. Zähne putzen, schneuzen, kampeln, zwungen, wie man bei uns sagt. Was? Zähne putzen, schneuzen, kampeln, zwungen. Was ist zwungen? Die Jugend hat sich da kein Zwungen mehr. Ich kann leider für Fortnite. Gesicht waschen. Also. So. Also, ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt das Video enjoyed. Wenn ja, lasst bitte ein Like da. Schreibt was Nettes in die Kommentare rein. Abonniert unseren Kanal, das kostet nichts, Leute. Nochmal, das kostet null, gar nichts. Einfach einen Klick auf die Glocke. Und super wäre noch, wenn es dann nur die Glocke aktiviert für alle. Und kommentiert. Kriegst du auch jeden Sonntag ein Video. Und kommentiert es, genau. Mhm. Und dann kriegst du auch jeden Sonntag ein Video von uns. Ja? Du hattest schon sagen können, Schnutte putzen. Ja, zum Beispiel. Egal. Ja, ihr wisst, was wir wollen. Wir sind schon ein bisschen durch, ein bisschen müde und deswegen. Ein bisschen Banane im Kopf. Ja, genau. Außer der Simon, weil der hat ja lang geschlafen, hab sechs Jahre. Ja, ich hoffe. Ja. Ja. Lang also, ihr Lieben, wir sind jetzt raus. Wir wünschen euch noch einen restlichen. Guten restlichen Sonntag. Restlichen Sonntagabend. Genießt es mit der Familie. Und wichtig ist, bleibt euch treu. Kuss geht raus. See you soon und. Tschüss mit euch. Tschüss mit euch. Ja, genau. Mein Girl der Bad. Ist immer am Start. Die mutige dazu wie die Ero 2 Crew. Ja, bleibt euch treu. Und Kuss geht raus. See you soon. Tschüss mit dir und schau mir auf. Der Hochschwein.